Hallo liebe Leute, nachdem es im letzten Video um allgemeine Gedanken zum Sommerinterview von Tino Chrupalla beim ZDF vom 9.8.2020 ging, soll es in diesem Video darum gehen, anhand von konkreten Stellen zu zeigen, welche Möglichkeiten Tino Chrupalla gehabt hätte. Man muss aber bedenken, dass er in der Situation reagieren muss, zu einem gewissen Grad. Es ist natürlich jetzt für mich leichter im Nachhinein zu sagen, was man alles genau hätte machen können. Deswegen sollen diese Vorschläge jetzt nicht altklug wirken. Sie sollen aber aufzeigen, was hätte möglich sein können. Fangen wir an. Guten Tag, Herr Chrupalla. Hallo, Herr Kohl, ich grüße Willkommen Sie. Willkommen zum ZDF-Sommerinterview. Ich freue mich. Wir sind in Wenn Tino Chrupalla nur sagt, ich freue mich, ist das eine verpasste Gelegenheit. Er hätte hier gleich anmerken können, freut mich nach so langer Zeit. Er muss jetzt bewusst die Themenlenkung darauf lenken, wie die AfD schlecht behandelt wurde in den letzten Monaten, muss das einfach das Thema spielen, weil es unangenehm ist für die Altmedien. Es wissen die Leute vielleicht schon, aber er muss es jetzt in Erinnerung rufen. Er muss jetzt diese Themenlenkung betreiben. Es sind nur 20 Minuten Zeit und die Altmedien werden von sich aus natürlich nicht die Themenlenkung auf für sie unangenehme Dinge betreiben. Das heißt, bei jeder Gelegenheit, immer wenn Tino Chrupalla was sagt, dann muss er eine Themenlenkung betreiben. Und hier am Anfang ist natürlich klar, da wäre gleich die Gelegenheit gewesen. Das muss er gar nicht, er soll das nicht unhöflich machen. Er macht das so nebenbei, weil dann ist der Frame stark. Wenn er jetzt sagt, ich möchte jetzt gleich am Anfang sagen, ihr die Altmedien, ihr habt uns schlecht behandelt, dann ist dem Zuschauer klar, jetzt möchte der Tino Chrupalla mich davon überzeugen, dass die Altmedien ganz schlecht sind. Wenn jetzt Tino Chrupalla nebenbei sagt, ist ja lange her, so in dem Tonfall, ja, ich weiß, wie ihr seid. Das überrascht mich auch gar nicht, darüber rege ich mich gar nicht auf. Die Altmedien werden immer probieren, das Gefühl zu vermitteln, das ist jetzt natürlich vollkommen unpassend. Sie machen auf nett, damit die AfD-Leute auch nett zu ihnen sind, also jetzt im Interview. Dass sie genau diese unangenehmen Dinge nicht vorbringen. Wahrscheinlich auch im Vorfeld, alles ganz nette Atmosphäre. Und davon darf sich aber Tino Chrupalla nicht beeinflussen lassen. Das ist natürlich Manipulation, weil das Verhalten der Altmedien in den letzten Monaten ist maßgeblich, wie sie die AfD schlecht behandelt haben, wie sie getäuscht haben. Und da darf man jetzt nicht sagen, ah, jetzt sind wir ja ganz nett miteinander und jetzt bin ich nett, dann seid ihr auch nett. Das funktioniert nicht. Das heißt, er muss jetzt hier dem Mann von Anfang an auf die Füße treten, wann immer es geht. Und dann kriegen diese Leute auch Respekt. Weil dann, wenn jetzt Tino Chrupalla so eine Spitze gibt, so einen Seitenhieb gibt, das tut weh. Und das blamiert Theo Koll vor aller Öffentlichkeit, weil das können sie nicht rausschneiden. Und dann kriegen diese Leute Angst. Und wenn die Leute Angst haben, dann machen sie sowas nicht. Diese Leute funktionieren so, sie denken, ja, das sind ja Trottel, die machen sowieso nichts, mit denen können wir machen, was wir wollen. Da kann ich mir alles erlauben. Und so ist es, so hat es ja auch funktioniert. Die AfD-Vertreter haben dann ja immer probiert, sich gut zu stellen, haben dann probiert, einen netten Eindruck zu machen und haben dann eigentlich nichts gemacht. Also nichts gemacht, was wirklich wehgetan hat. Und das muss unbedingt aufhören. Weil das ist die Lösung des Ganzen. Wenn diese Leute, man muss diesen Leuten Grenzen setzen, wie man Schulkindern in der Schule Grenzen setzt. Das sind wie Kinder. Das sind, ja man kann sagen, nicht mündige Leute irgendwo. Die gehen einfach an die Grenze. Die gucken, was geht und die machen alle schlimmen Sachen, solange man ihnen keine Grenzen steckt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Tino Chrupalla hier nicht auf Harmonie macht, sich nicht davon anstecken lässt, sich nicht davon reinlegen lässt, sondern er jetzt von Anfang an auch mit dem Plan reingeht, hier dem Theo Koll auf die Füße zu treten. Und zwar so hart und so unangenehm, wie es möglich ist. In der Nähe von Görlitz. Ihr Zuhause ist gar nicht weit von hier. Der Stein markiert den östlichsten Punkt Deutschlands. Sie haben diesen Wahlkreis hier direkt gewonnen. Seitdem die jüngsten Landtagswahlen hat die AfD hier im Osten mit weit über 20% gewonnen. Im Westen haben Sie Probleme mit der 5%-Hürde. Warum ist die AfD auf dem Weg, so eine Art Lega Ost zu werden? Nun, das sehe ich jetzt nicht so. Ich denke, wir sind im Osten sehr stark. Hier sind wir bereits Volkspartei. Hier ist natürlich die Enttäuschung der... Mit 20% ist... Das kann man schon sagen, dass man eine Volkspartei ist. Hier ist die Enttäuschung über die etablierte Politik eben am besonders groß. Hier hat sie sich deutlich gemacht. Hier ist die AfD auch mittlerweile in vielen Strukturen verwurzelt. Und das freut uns. Und diesen Impuls nehmen wir natürlich gern mit. Ich denke, wir werden auch in Westdeutschland ganz andere Ergebnisse in Zukunft erreichen. Da geht's eher dem... Hier hat Tino Chrupalla ganz, ganz viele Möglichkeiten ausgelassen.
Das, was er hier gesagt hat, ist eigentlich relativ belanglos. Ja, im Osten sind wir gut und wir sind hier verwurzelt und im Westen gibt uns das einen Schub. Das soll natürlich so ein bisschen zeigen, ja, die AfD kommt ja gut an, aber das wissen die Leute sowieso. Dass die AfD im Osten viele Stimmen bekommt, das weiß jeder Mensch. Das muss er jetzt hier nicht noch allen erklären. Hier muss sofort die Themenlenkung drauf kommen. Ja, wir sind im Westen so schlecht da, was ja auch die Wahrheit ist und was auch so wichtig ist, das öffentlich zu sagen. Wir sind im Westen so schlecht, weil wir in Hamburg zum Beispiel keine öffentliche Wahlkampfveranstaltung machen können. Weil es die Medien überhaupt nicht interessiert, dass die Antifa uns terrorisiert, dass überhaupt die AfD vollkommen ungerecht behandelt wird von den Medien. Diese ganzen Täuschungsdinge, die kann er ja dann auflisten. Muss ja gleich auswendig wissen, sie haben hier so hier falsch berichtet, da falsch berichtet. Sie haben über Manipulationen in Sachsen, das haben sie nicht richtig berichtet, mit dem Verfassungsschutz, wie der Verfassungsschutz mit der AfD umgegangen ist. Diese ganzen Dinge kann er jetzt gleich aufdröseln und sagen, hier, wir wurden hier benachteiligt, deswegen sind wir im Westen so schlecht. Und im Osten sind wir gut, weil wir schon eine kritische Masse erreicht haben und Leute ihnen nicht mehr glauben. Die Leute sind hier schon besser informiert und reden miteinander. Und hier funktioniert diese Stigmatisierung nicht, die im Westen funktioniert. Und wir wären im Westen viel besser, wenn sie nicht so über uns berichten würden. Und wir wären im Osten noch viel besser. Das kann er gleich genauso deutlich sagen, weil es ist so. Und das kann er auch belegen, argumentativ. Da gibt es unzählige Beispiele. Wenn er jetzt das nicht sagt, hat er schon wahnsinnig viel ausgelassen. Und diese ganzen Sachen, die jetzt er gesagt hat, das ist eigentlich, das bewirkt nichts. Er hat jetzt hier dieses kurze Zeitfenster und da muss er sich überlegen, was er den Leuten sagt. Und da muss er die Sachen sagen, die die Altmedien eben nicht sagen, die sie verschweigen. Berg runter, aber Frau Köpetri hat auch einen der Direktwahlkreise hier gewonnen. Da war sie noch AfD-Vorsitzende, das ist keine 3 Jahre her. Seitdem sind Sie jetzt der 3. AfD-Vorsitzende. Also statistisch gesehen wackelt Ihr Stuhl. Wir haben sehr solide Bänke hier fürs Sommerinterview. Ich darf Ihnen einen Platz anbieten. Ich freue mich. Danke. Hier hätte er auch nochmal die Gelegenheit gehabt, deutlich zu machen, er freut sich, aber lange Zeit wurde die AfD nicht eingeladen. Ganz wichtig ist auch bei den Anmerkungen zu der letzten Passage. Er bleibt immer freundlich und ruhig, unbeeindruckt. Er regt sich nicht auf. Also wenn er sich aufregt, dann wendet er diesem Mann seine Energie zu. Demjenigen, dem man seine Energie zuwendet, der ist wichtig. Das heißt, wenn er hier schimpft und sich aufregt, ja, Sie haben hier und so, dann gesteht er dem Theo Koll zu, er ist wichtig. Egal, was er sagt, die ganzen Argumente, die er vorbringt, die bringt er ruhig vor. Er ist immer gut drauf. Er bringt sie vor und er ist aber dabei gut drauf. Das macht er hier meiner Meinung nach hervorragend. Er ist freundlich, er ist gut drauf, ihm geht's gut. Und diesen Eindruck vermittelt er immer bei allen Argumenten, die er vorbringt. Er bringt sie so vor, ja, ich sag das jetzt hier, aber ich habe mich darüber schon so aufgeregt, dass es beeindruckt mich gar nicht mehr. Ich teile es jetzt den Leuten mit, ich sage das ganz ruhig und ich sage das ganz freundlich, weil es ist für mich, mir geht es trotzdem gut. Es ist halt für mich so eine unangenehme Nebensache und es ist wichtig, das den Leuten zu sagen, aber ich reg mich da schon lange drüber nicht mehr auf. Ihr seid auch nicht so wichtig seid ihr nicht. Also für mich persönlich seid ihr nicht wichtig. Ihr seid nicht so wichtig, dass ihr es schafft, dass ich mich über euch aufrege. Ich bin hier ganz locker und gut drauf. Ihr könnt mein Leben nicht negativ beeinflussen, egal was ihr macht. Zumindest persönlich. Für die AfD, sachlich gesehen, ist es natürlich nicht so. Aber es geht jetzt um die persönliche Stärke, die er vermitteln muss. Und die ist immer, ich bin ruhig, mir geht's gut. Mir geht's immer gut. Ich strahle Freundlichkeit aus, ich strahle positive Energie aus, immer. Egal, was passiert. So ein bisschen wie James Bond. James Bond ist auch immer gut drauf, wenn man aufpasst. Er ist immer souverän. Also zumindest der alte James Bond, nicht diese neuen Folgen, wo er dann auch irgendwie sich so manchmal so aufregt. Sondern er ist immer überlegen, er ist immer cool drauf, ihm geht's immer gut, er hat immer alles im Griff. Zu Hause bis zu Ihrem Arbeitsplatz in Berlin sind es ungefähr 3 Stunden Autofahrt. Zwei ungefähr. Ja. Eine solche Limousine hat wie ein AfD-Vorsitzender. Ja. Ich habe einen VW Passat. Hier kam so eine versteckte Framing-Attacke, die sehr bedeutsam ist. Die AfD legt ja Wert darauf, Volkspartei zu sein und wenn natürlich hier der Theo Koll sagt, ja, Sie sind hier mit Ihrer fetten Limousine, fahren Sie hier durch die Gegend. Sie sind sozusagen ein abgehobener Typ. Und hier hat Tino Chrupalla sofort das gemerkt mit der Limousine und hat das sofort aufgegriffen. Was er jetzt noch hätte machen können, er hätte noch feststellen können, dass er jetzt ohne Not das Wort Limousine benutzt hat. Und wie er darauf kommt.
dass sozusagen dem Zuschauer gleich deutlich gemacht wird, dass hier eine manipulative Absicht da war von Theo Koll. Das ist nämlich eindeutig. Wie gesagt, warum benutzt er das Wort Limousine einfach so? Ich bin sicher, Sie haben eine Limousine, das wurde ja auch breit berichtet, aber... Er hätte jetzt hier noch drauf eingehen können, auf das breit berichtet. Der hätte das gleich zum Thema machen können, weil hier hat sich Theo Koll eine Schwäche erlaubt. Das hat jetzt probiert, der Theo Koll so wegzubügeln. Und hier hätte Tino Chrupalla ihn greifen können. Ja, wo wurde das berichtet? Wieso reden Sie hier davon, dass ich hier mit fetten Limousinen durch die Gegend fahre? Hätte er gleich so direkt sagen können, was er hier halt machen will, dass er ihn hier so als abgehoben darstellen will mit der Limousine. Wie gesagt, immer freundlich. Entscheidend ist, die Themenlenkung dahin zu betreiben. Wie gesagt, er regt sich nicht auf, er sagt das ganz freundlich, aber er stellt es halt so nebenbei mal fest, was hier der Theo Koll gemacht hat. Schnallen Sie sich an während der Fahrt? Aber natürlich. Ich frage Sie deshalb, weil Sie ja offensichtlich kein Freiheitsproblem haben, dass der Staat Ihnen vorschreibt, sich anzuschnallen, um sich selbst zu schützen. Aber Sie haben ein Freiheitsproblem, eine Maske anzulegen, um sich und andere zu schützen. Ja, Herr Koll, mich irritiert jetzt ein bisschen Ihre Frage. Ich muss da mal nach dem Verhältnis fragen, was jetzt die Maskenpflicht mit der Gurtpflicht zu tun hat. Wann wurde die Gurtpflicht eingeführt in Deutschland? Das ist, denke ich, in der Bundesrepublik ein bisschen eher passiert als in der DDR. Ich bin ja nur in der DDR groß geworden. Bei beiden geht es darum, Leben zu retten. Und es geht darum, die Frage, ob der Staat das Recht hat, die Freiheit des Einzelnen einzuschränken, um Leben zu retten. Ja, aber was wollen Sie damit jetzt ausdrücken? Wollen Sie jetzt sagen, dass wir jetzt, ich glaube, die Gurtpflicht gibt es jetzt, schätze mal, 30, 40 Jahre. Sollen wir jetzt 40 Jahre eine Maske tragen? Diese Gegenfrage war ganz hervorragend. Da so das Augenmerk der Leute darauf gerichtet wird, wie das hier weitergehen soll, wie unverhältnismäßig das ist. Er hat hier ganz cool mit einer Gegenfrage eigentlich Theo Koll ziemlich alt aussehen lassen. Er hätte aber hier noch viel mehr machen können und sollen. Mit der Maske, weil diesen Vergleich mit der Gurt, mit Gurt und Maske, der ist vollkommen unverhältnismäßig. Weil, wie gesagt, ist der Gurtpflicht ist kein Eingriff auf die Gesundheit des Menschen. Das ist die Maske aber sehr wohl. Die Folgen von den Maskentragen sind noch vollkommen unerforscht. Und wenn man selber diese Atemnot spürt mit der Maske und dann klar mit den Viren, die sich da ansammeln, dann ist vollkommen klar, dass das eine gesundheitliche Auswirkung auf die Leute hat. Und besonders auf alte Leute, die vielleicht sowieso schon schwach sind oder übergewichtige Leute, die bekommen mit der Maske massive Probleme. Wichtig ist, dass das Thema darauf lenkt, auf diesen Vergleich lenkt, auf diese unkritische Betrachtung der Altmedien über die Maskenpflicht, überhaupt über Corona, weil das ist ja das Entscheidende. Das Entscheidende ist ja nicht, dass man jetzt selber sagt, Corona ist so und so gefährlich, sondern das, was hier schief läuft in Deutschland und in der Welt, ist ja die Berichterstattung, die Panikmache. Wie das RKI eine Sterblichkeit von 4% suggeriert durch Zahlenspiele. Auf diese unredliche Berichterstattung muss er jetzt die Aufmerksamkeit richten. Und dass so keine vernünftige Diskussion über Maßnahmen möglich ist in diesem Klima und in dieser Berichterstattung. Und eben auch mit solchen Vergleichen wie Gurt- und Maskenpflicht, was wirklich was vollkommen anderes ist. Und auf dieses Feld, auf diese Berichterstattung, und natürlich dann am Ende auch auf eine mögliche Korruption, weil das ist ja eigentlich dann unerklärlich, wenn man jetzt die wissenschaftlichen Fakten sieht und das Handeln der Regierungen, das ist ja mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen eigentlich nicht erklärbar. Diese Maßnahmen erscheinen vollkommen unverhältnismäßig. Aber das Entscheidende ist erstmal die Berichterstattung oder auch jetzt diese Frage von Theo Koll. Die kann er konkret zerlegen. Es ist immer so, immer wenn die Altmedien probieren Druck zu machen, und mit ekligen Fragen die AfD in Bedrängnis zu bringen. Das ist immer für die AfD eine große Chance auch. Wenn die AfD nichts macht und das passieren lässt, dann ist es schlecht für die AfD und überhaupt für die ganze Sache. Aber wenn die AfD darauf eingeht und das ans Licht drückt und das zerlegt, dann haben die Altmedien verloren. Dann haben sie massiv verloren. Dann haben sie ein ganz gravierendes Problem. Und diese Frage von Theo Koll war so eine Frage, die... Da hätte Tino Chrupalla noch ganz anders glänzen können. Das kann ja passieren, wenn ja. Corona uns so lange begleitet. Es geht aber um das Prinzip. Es geht um das Freiheitsprinzip und um das Prinzip, darf der Staat eingreifen in das Leben von Menschen? Sie sind dagegen. Mhm. Ich will Ihnen ja nur sagen, beim Anschnallen im Auto haben Sie kein Problem damit. Bei der Maske, die aber sogar noch das Leben von anderen retten kann, haben Sie ein Problem. Ja, ich denke, der Vergleich hinkt meiner Meinung nach gewaltig.
Es ist eigentlich unumstritten, dass man natürlich im Auto die Gurtpflicht anwendet. Und da gibt es auch von den unterschiedlichen Experten keine zwei Meinungen. Ich denke, hier gibt es auch keine Unterschiede in den Expertenmeinungen, dass natürlich die Gurtpflicht und die Anschnallpflicht Leben rettet. Aber alle ernstzunehmenden Institutionen sagen für die Maske genau dasselbe. Nein, das sagen sie eben nicht, Herr Kohl. RKI, es gibt auch sehr wohl andere wissenschaftliche Meinungen, zum Beispiel Professor Bakhti oder auch Professor... Also die ernstzunehmenden großen Institutionen sagen alle... Er hätte nicht nur den Namen Bakhti nennen sollen, sondern er hätte den Namen Ioannidis nennen sollen. Warum? Bakhti ist im Ruhestand und Ioannidis hat eine viel größere Reputation. Ioannidis ist einer der meistzitierten Wissenschaftler der Welt. Er hat Preise bekommen für wissenschaftliches Arbeiten. Er ist sozusagen der Inbegriff von Glaubwürdigkeit, John Ioannidis. Und mit so einem Namen kann er natürlich noch viel stärker argumentieren als mit Bakhti, aber er kann hier auf jeden Fall, hatte er die Möglichkeit, zu einer Generalabrechnung über die Berichterstattung. Ganz viele Leute gucken nur zwischen dem Fußball mal die Nachrichten oder schalten zufällig ein. Und diese Leute, das ist aber die breite Masse, das sind Mitläufer. Und diese Leute muss man erreichen. Diese Leute schauen eben nicht YouTube-Politik. Es gibt auch viele Leute, die sind einfach beschäftigt in ihrem Beruf. Die gucken nur mal zwischendrin kurz die Nachrichten oder schalten mal kurz bei sowas rein. Und da muss er dann unbedingt die Themenlenkung betreiben auf John Ioannidis, der in den Altmedien überhaupt nicht genannt wird. Es ist natürlich so, jetzt das ZDF hat immerhin Streeck eingeladen und es ist jetzt nicht so, dass jetzt gar nichts Kritisches kommt im ZDF. Das kann man nicht sagen, aber es ist natürlich, die Ausgewogenheit ist trotzdem noch nicht da. Auch in dem Interview ist die Ausgewogenheit nicht da. Wenn jetzt Theo Koll behauptet, es werden alle maßgeblichen Leute würden behaupten, die Masken sind toll, die Maßnahmen sind überhaupt ganz toll. Als AfD-Vorsitzender, wenn man in so Interviews geht, da muss man messerscharf argumentieren können. Und da muss man natürlich bestens informiert sein. Und deswegen wäre es meiner Meinung nach eine gute Idee gewesen, wenn es einen dritten Sprecherposten gegeben hätte mit Curio. Curio würde sich auf die Öffentlichkeitsarbeit konzentrieren und Tino Chrupalla könnte dann intern diese ganzen Streitigkeiten und diese integrative Aufgabe, die er anscheinend auch gut meistert, da könnte er sich dann drauf konzentrieren. Aber es ist, denke ich, nötig, dass man einen Vorsitzenden hat, der sich wirklich in allen Themen nicht nur sehr gut auskennt. Ich denke, dass Tino Chrupalla sich auch schon auskennt, aber er muss sich wirklich exzellent auskennen. Weil nur dann kann man gegen die Altmedien wirklich argumentieren. Ist ja beim Klima genau das Gleiche. Tino Chrupalla müsste auch das Klima hier auf den Tisch bringen mit der Hockeyschlägerkurve, den Modellen, überhaupt den Treibhauseffekt mit dem Experiment 1909. Und ganz viele andere Dinge, die eben, wo man aber wirklich gut Bescheid wissen muss. Aber nur die Vorsitzenden der AfD, die Experten, die werden nicht ins Fernsehen kommen. Nur die Vorsitzenden kommen ins Fernsehen. Und sie müssen aber diese ganz wichtigen Informationen, müssen sie transportieren an die Öffentlichkeit, weil sonst kommen sie nicht an die Öffentlichkeit. Es wird bei Lanz nur ein Guido Reil zum Klima befragt und natürlich nicht die Experten in der AfD, die darüber Bescheid wissen. Das heißt, die Vorsitzenden und die Fraktionsvorsitzenden, diejenigen, die zu hören sind, die müssen exzellent Bescheid wissen. Dann braucht man, wäre es gut gewesen, wenn man einen dritten Sprecher hat, wie Curio, der sich nur allein darauf konzentriert, bei den Themen perfekt Bescheid zu wissen, aber wirklich, wirklich tiefgründig Bescheid zu wissen über alle Themen und dann in so Interviews dann die AfD dann vertreten kann. Und diese ganzen wichtigen Dinge, die die Altmedien verschweigen, sie darlegen kann den Leuten. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Macht's gut.